Hallo, meine lieben Lunatiker, und willkommen zu Lego City Nummer 41. So sieht sie aus. So groß ist sie im Vergleich zu meiner Hand. Diese Tüte ist drauf mit einer Astronautin. Ja, das ist eine Astronautin. Werden wir wahrscheinlich dann nachher sehen, wenn wir den Helm abhaben. Und ihrem Satelliten. Oder einem Satelliten. Jedenfalls ein Satellit. So sieht das ganze Heft aus. Natürlich Rätsel-Comics-Spiele. Der Comic diesmal eine ziemlich chaotische Mondreise. Und es gab ein Panel, das fand ich großartig. Das ist ein wunderbares Beispiel von Sachen, die definitiv an einem Kind vorbeigehen und trotzdem coole Referenzen sind. Aber können wir einfach mal überlegen, ist das jetzt Lego Friends, die ja auch gerade in den Weltraum gehen, oder ist es Playmobil? Ich bin nicht sicher, worauf genau das verweist, aber okay. Mir fällt gerade auf, dass sie den Kuchen ohne irgendwie einen Schutz hat. Das wird ein sehr kalter Kuchen sein. Das hier ist auch großartig. Also, sehr schöne Geschichten drin, die wahrscheinlich die meisten überhaupt nicht zuordnen können. Aber hey, ich feiere das Bild einfach. Da hat jemand Spaß gehabt beim Malen. Wir haben ein großes Weltraum-Expeditionsposter. Die Weltraum-Crew. Gut, das ist jetzt nicht die Crew, sondern sieht die Schiffe. Von der Crew sieht man nicht viel, weil die haben alle Helme auf, bis auf die beiden da. Und wir wissen sowieso nicht, wer die alle sind. Aber hey, ist ganz nett. Wobei, das hier sieht mehr nach Baustelle aus, aber okay. Und auf der anderen Seite finden wir dann ja, okay. Sorry, ich bin gerade komplett verwirrt, weil, okay, Foto von der Bild von der Astronautin. Macht absolut Sinn. Es sei denn natürlich, sie hat den Helm auf. Okay, hat sie eigentlich einen Namen? Ich hatte noch gar nicht nachgeschaut. Das wird ein echt wildes. Susi Saturn. Das ist Susi Saturn. Wenn die das Zeichen mit drauf hat auf dem Druck jetzt gleich, dann feiere ich das absolut. Man kann das hier nicht wirklich sehen, weil die hier den auch da den Helm vorhabt. Aber das alte Lego Space Zeichen, das ist cool. So, Susi Saturn, wie gesagt. Mir war das noch gar nicht aufgefallen auf dem Bild vorher. Das könnte das Symbol sein hier drunter. Wollen wir mal nachschauen? Nein, wir wollen noch Spannungsbogen machen. Schauen uns kurz die Tüte an. So sieht sie aus. So sieht sie von hinten aus. Wir haben eine Setnummer. Das habe ich gestern, glaube ich, bei Batman völlig vergessen. Aber die 952205 und einmal 1 Fliese in rund. Ich glaube, das ist das, was jetzt Größen. Die Größenvergleiche werden auch immer. Ja, da ist das Teil. Wir werden auch immer seltsamer. Aber hey, wir bekommen offenbar auch einen Solarzellendruck. Davon bin ich schon mal sehr begeistert. Das ist ein Teil, da kann man hunderte von brauchen. Das ist super. Ja, wenn eine große Solarfarm oder so, das wäre noch cool, wenn ich die irgendwie bauen könnte, ohne das Teil halt 100 mal einzeln bei Bricklink bestellen zu müssen. Insofern schön, wenn das wieder auftaucht. Gut, hier ist jetzt eine davon drin. Das lohnt jetzt nicht wirklich, sich dafür das Ding zu holen, aber es ist da. Und das ist cool. So. Die große Enthüllung. Die große Enthüllung und ja! Ja! Das gute alte Lego Space Logo. Ah, cool. Das allein ist schon so ein Detail, was mir richtig gefällt. Und jetzt schaut euch mal die Figuren. Schaut euch mal diese Bedruckung an. Überlegt mal, was wir sonst bei Lego City Magazin an Figuren bekommen. Da ist eine Beinbedruckung überhaupt nicht drin. Und jetzt das hier. Eine Gürtelbedruckung, eine Beinbedruckung. Hier die Gurte vom Oberkörper gehen noch nach unten weiter. Seht, Knieschoner. Wie gesagt, seht ein bisschen Gürtel. Hinten natürlich jetzt nicht, aber hinten geht halt natürlich der Oberkörper noch ein bisschen weit. Das sieht ein bisschen seltsam aus. Das sieht irgendwie unidentifizierbar aus, was da zusammengedruckt ist. Aber von vorne ist gut, allein schon, weil der Planet drauf ist. Da ist noch ein kleines Namensschild. Das kann man jetzt nicht lesen. Aber es ist ein schöner Gedanke, dass es eingebaut ist. Sehr schön, gefällt mir. Das gefällt mir. Das ist eine wirklich, also für die Hefte und gerade für Lego City ist das eine beeindruckende Figur. Wir bekommen keine bedruckten Beine bei den Heften. Außer vielleicht mal bei Marvel oder Ninjago, wo das halt nicht ohne bedruckte Beine geht. So, jetzt muss ich gerade gucken, wie diese Teile für den Weltraumanzug zusammenkommen. Also hier ist ein Kopf, da ist das Rückending. Und ja, okay, jetzt muss ich doch die Anleitung mal raussuchen. Die war relativ weit vorn. Ne, war sie nicht, sie war ziemlich weit hinten.
Nein, sie ist verteilt. Hinten ist nur der Satellit und dann ist vorne, vorne nur die Astronautin. Das ist, weil ich habe jetzt gerade den Satelliten in der Hand. Ich denke, wo ist denn, weil das, was ich jetzt gerade nicht weiß, ist ja genau, wie unsere Susi zusammengebaut wird. Also Susi selbst schon, aber ihr Rückenpack halt. Das war mir nicht klar. So ein bisschen komisch, dass es so verteilt ist. Oh, das ist ungewöhnlich gebaut. Nee, andersrum. Ah. Das ist eigentlich eine Snob-Technik. Und die habe ich noch nicht gesehen. Die funktioniert aber super. Okay, was fürs eigene Repertoire gelernt. Das ist auf jeden Fall schon mal schön. So, das kommt jetzt hier drauf. Und hier haben wir, Moment, hier haben wir halt ein neues Teil für diesen Rucksack. Ich bin nicht sicher, ob es komplett neu ist zu den Lego City Space Sachen jetzt oder ob es schon mal woanders vorkam, bei Tauchern oder so. Aber es ist ein interessantes Teil. Und in hellblau ist es, glaube ich, definitiv neu. Das habe ich noch nie gesehen. Wunderbar. So, das verdeckt jetzt natürlich den schönen Planeten. Was ein bisschen schade drum ist, aber hey, da macht man nichts dran. Jetzt ist sie sich wieder mit City treu. Sie hat nur ein Gesicht und das muss ich jetzt auch erstmal finden. Da ist es. Es ist ein fröhliches Gesicht. Man hätte ja ruhig ein zweites spendieren können, weil da jetzt eh der Helm drauf kommt. Oder ich wollte gerade sagen, oder alternativ die Haare, aber die Haare sind leider nicht dabei. Gut, dann halt Helm. Und einmal verdeckt. Ist es richtig rum? Nee, das ist falsch rum. So rum ist richtig. Den Helm kann man jetzt natürlich nicht mehr aufmachen. Das ist schade, das ist halt ein Helm, den man nicht hochklappen kann. Da muss man komplett abnehmen, dann sieht man Kopf. Beziehungsweise ein Gesicht. So halt nicht. Wir haben hier hinten am Helm schwarz bedruckt noch ein bisschen Verbindung zum Anzug. Ist ein schöner Helm. Ist ein schöner Helm. Leider, wie gesagt, lässt er sich nicht aufklappen, um das Gesicht zu sehen. Das ist sehr schade, zumal hier keine Haare bei sind. Um halt unsere Susi auch ohne Helm darzustellen. Denn, ihr habt es ja vorhin vielleicht gerade schon gesehen, sie hat definitiv Haare auf dem Kopf. Sie ist kein Glatzkopf. Hätte ich schön gefunden, wenn man die Haare noch beigepackt hätte. Aber gut, ansonsten bekommen wir eine gute Figur. Auch eben wegen der guten Bedruckung. So, und die Bauanleitung für den Satelliten ist wieder ganz hinten im Heft. Das ist etwas komisch verteilt. Aber dann hat man etwas länger verteilt, was zu tun. Mal gucken, wie er gebaut wird. Er wird... So, da hat er schon mal die Schüssel, damit er Fernseher übertragen kann. So, und so. Hier hat er einen Mixer, damit er sich im Weltall, wenn er mal hungrig ist, kann er sich einen Smoothie machen. Wunderbar. Und hier kriegt er Strom für seinen Smoothie Maker. Klare Geschichte. Ja, okay. Nicht spektakulär, aber funktioniert das Satellit. Ist in Ordnung, ist ganz lieb. Und wie gesagt, wir bekommen das Solarpanel. Als was ist das? 2x3? 2x3er. Platte, also beziehungsweise Flagge mit den Klipsen unten dran. Das ist klasse. Die kann man immer brauchen. Solarpaneele sind super. Smoothie Maker sind auch super. Ich wünschte mir, wir hätten zwei davon bekommen. Weil was es eigentlich ist, ist eine Schießstange. Nicht Schießstange, Skistange vom Skifahren oder Skifahren, wie man es schreibt und komischerweise nicht spricht. Was ist eigentlich da schiefgelaufen, Leute, bei der Rechtschreibkommission? Dass man Ski mit SK schreibt. Kein Mensch spricht, oder gibt es Akzente, die so sprechen. Mir wäre keiner bekannt, so oder so. Unser Smoothie Maker Fernsehsatellit ist fertig, einsatzbereit und ist mit den wenigen Teilen durchaus brauchbar. Dazu eine schöne Figur. Einziger Verbesserungsvorschlag, wie gesagt, wäre schön, wenn noch Haare dabei gewesen wären, damit man unsere Susi auch ohne Helm sehen kann. Zweites Gesicht wäre auch noch cool gewesen, aber... Das ist Jammern auf hohem Niveau. Das ist ein Extra. Das funktioniert. Trotz der nicht so vielen Teile funktioniert das ganz wunderbar. Es ist immer schön, wenn aus sehr wenig Teilen was Schönes gemacht wird. Denn dann
bekommen, glaube ich, beide, was sie wollen. Lego bekommt ein relativ niedriges Budget fürs Set und wir bekommen trotzdem ein Set, das ganz schön aussieht und das auch noch gute Teile hat. Wie gesagt, Solarzellenhelm. Das Ding hier. Eine interessante Bautechnik für die Lampen. Das ist schon in Ordnung. Nächstes Mal, wir hatten sie lange nicht mehr, die Feuerwehr. Am 7. Juni gibt es diesen Feuerwehrquad. Zwei Dinge, die wir lange nicht mehr hatten. Quads und Feuerwehr. Schauen wir mal, wie das wird. Ansonsten geht es bei den Heften hier weiter mit Lego Ninjago am 17. Mai. Ich sag da mal, bis dahin und viel Spaß beim Bauen.